Aber auch Wolle brauche ich, nämlich für das Bett. Was wir jetzt auch gleich zusammen basteln werden. So. So. Okay, dann haben wir das auch. Unser Bettchen. Oh, hoppla. Dann haben wir da die Kühe, die wir unbedingt schlachten müssen. Wir müssen ja auch, wir wollen ja überleben und dafür müssen wir essen. So, wunderbar. So. Jetzt ist die Frage, wo gehen wir hin? Wo wollen wir leben? Ich weiß auf jeden Fall, dass ich da ein paar Schweinchen sehe. Und ich die ehrlich gesagt gleich mal kaputt hauen möchte. Wegen Fleisch und so. Sehr schön. Komm. Geh mal weg. Komm, stirb. So. Sehr schön. Tut mir ein bisschen leid um die armen Schweinchen, aber... Oh, Erfolg freigeschaltet. Das Fell über die Ohren ziehen. Ich sehe das da unten. Okay, man bekommt doch eine Meldung. Warum ich das beim Holz jetzt nicht bekommen habe? Keine Ahnung. Vielleicht liegt das wirklich an dem frühen Spielstand. Okay, es wird Nacht. Das heißt, ich baue hier mal mein Bett auf. Diese Nacht. Achso, geht gar nicht so. Muss ich schon das Holz hier nehmen. Ach, gleich so. Zapp. Ach, komm schon. Zapp, zapp, zapp. Nun kann ich hier mein Bett nicht hinbauen. Hallo? Achso, muss ich da noch... So. So, nein, nicht so, so. Geht das jetzt? Ah, jetzt, okay. Dann würde ich sagen, schlafen wir mal. Denn ich möchte nämlich jetzt nicht, jetzt schon mit den Monstern anlegen. So. Dann sollte ich vielleicht mal was essen. Wäre, glaube ich, ganz gut. Oh, da vorne haben wir... Haben wir ein Dörfchen. Schauen, was es da so gibt. Das gehen wir jetzt natürlich ausrauben, das Dorf. Mal schauen, was es da so Schönes gibt. Die sind da fleißig am Herumrennen auf jeden Fall. Da klauen wir mal davon, davon, da ein bisschen Weizen klauen. So, der will das nicht essen. Okay. Warum auch immer. So, das war gar nicht das. Das waren keine Weizen, die ich da in den Fingern hatte. Aber gut, sonst rennen die mir wieder hinterher, wie wilde. Jetzt mal da rein. Vielleicht haben wir hier irgendwo Kisten. Was auch sehr wichtig ist, es wird kein Abschied und Begrüßung geben, respektive nur, wenn ich eine Aufnahmepause beende und auch wieder starte. Ansonsten gibt es einfach Schnitte. Einfach bumm, weg bin ich und dann in der nächsten Folge geht es dann einfach so weiter. Vielleicht für manche Leute interessant, vielleicht nicht für alle, aber für gewisse sicher. Oh. Oh, eine Tür, okay. Haben wir schon mal eine Gratis-Tür bekommen. Ich werde jetzt nicht das ganze Tor voneinander nehmen. Das wäre zu krass. Aber ein bisschen vom Dorf ist da schon drin. Das ist ein langweiliges Dorf. Die haben da überhaupt nichts, was mich interessieren könnte. Habt ihr hier eine Tür? Eine Tür? Nee. Da muss ich mich... Hier so reinschmuggeln.
die haben ja hier überhaupt nichts. Achso, da bin war ich schon drin. Das ist das selbe Haus, ne? Hier war ich auch schon, nehme ich an. Ja, auf jeden Fall. Da auch. Ja, tut mir leid, Schaf. Ich mag Wolle. Kann man mit denen schon handeln? Nee, geht nicht. Okay, das ist noch nicht möglich. Ja, die Windows 10 Edition ist halt ein bisschen ein Rückschritt vom anderen Minecraft, also vom richtigen Minecraft. Ah, das ist auch richtig, aber ihr wisst schon, was ich meine. Es ist halt nicht mehr dasselbe. Ist halt ein bisschen Rückschritt. Vielleicht kommt dann da noch mehr. Ich kann im Moment nicht viel sagen darüber. Ich weiß nur, dass die Musik sich komisch anhört. So, wir suchen uns jetzt mal einen Platz zum Leben. Kann auch bleiben. Was ist das denn? Ist das Kies? Ah, nee, das sind, glaube ich, die neuen Blöcke, die es gibt. Das gibt es die hier auch, doch auch schon, okay. Soll ich? Nein, ich bin jetzt nicht wahnsinnig. Ich habe noch keine Fackeln und nichts. Aber... Oh Gott. Ich habe dich gehört, du Zombie. Naja, ich warte mal, bis ich noch ein bisschen Kohle habe und so. Dann können wir da schon schauen. Aber ich möchte dann doch... Hallo? Ich hab dich gehört. Da irgendwo ist ein Skelett. Ja, die Musik ist vielleicht ein bisschen zu laut. Die werde ich dann noch ein bisschen zurückschrauben. Oder nee, ich mache das jetzt. Da wird es wohl einen kleinen Schnitt geben, denn ich kann das nicht einfach so. Okay, bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Das ging jetzt ein bisschen dumm. Also das war jetzt wirklich nicht nett. ja, ihr seht, ich bin hier. Ohne nichts. Das liegt daran, dass mich einfach mal ein Creeper angegriffen hat. Genau in der Zeit, wo ich die Musik leise gedreht habe. Und da bin ich gestorben. Als ich zurück wollte und dann weglaufen wollte, habe ich festgestellt, ach verdammt, irgendwie komme ich nicht vorwärts. Und dann bin ich einfach vom Zombie erschlagen worden. Und der hat mich angezündet und verbrannt und geschlagen. Und ich war dann da ziemlich chancenlos. Also der Zombie, den wir vorhin gehört haben, hat mich einfach mal erschlagen. Ja, wieso auch nicht? Ich meine, kann man mal machen, aber trotzdem, ich möchte eigentlich zurück zu diesem Dorf. Ich versuche das jetzt mal zu finden. Nee, da bin ich aber hier falsch. Stimmt, da bin ich hier falsch. Da muss ich, glaube ich, da ist unser Spawnpunkt gewesen. Dann ist das da. Da muss ich darüber, genau. Stimmt. Denn jetzt möchte ich eigentlich meine Sachen wieder haben. Ich lasse das nicht auf mir sitzen. Der Zombie, der ist tot. Der ist wahrscheinlich dann auch verbrannt. Also der hat seine Revanche gekriegt. Aber ich bin damit nicht zufrieden. Ich wollte nur für euch die Musik leise machen. Und dann musste ich feststellen, dass ich sterben muss. Dabei. Naja, kann ja mal passieren. Ich weiß nicht, weil Pause drücken bringt ihm nichts. Schaut mal. Schaff ich es hier? Drück ich Pause und das läuft einfach weiter. Vielleicht kann ich, wenn ich da... Ah, wenn ich das hier so mache... Zum Spiel, dann jetzt Pause? Nee, geht leicht. Also die Pausenfunktion, die bringt nichts. Die bringt absolut gar nichts. Wo war das denn jetzt? Versuche das jetzt mal zu finden. Ah,
einfach gestorben. Einfach so. Dieser Zombie. Er hat es ernst gemeint. Er hat mich noch vorgewarnt. Er hat mich noch geschrien. Komm ihm nicht zu nah. Dann habe ich nicht gehört. Bin stehen geblieben. Und er hat mich getötet. Wie traurig ist denn diese Welt von heute? Man kann nichts mal mehr. Einfach nur die Musik ein bisschen leiser schrauben. Ohne gleich zu sterben. Ah! Aua, das tat weh. Das tat mir so weh. Wirklich. Das tat so weh. Er hat mich angezündet und mich getötet. Ich höre ihn. Er verfolgt mich. Naja, wie gesagt, habe ich meine Sachen alle wieder. Ich höre da Zombies. Ich weiß nicht, wo sie sind. Was soll ich nur tun? Ich gehe mal zurück ins Dorf. Vielleicht können die mir weiterhelfen. Vielleicht darf ich auch da bleiben. Ich erzähle ihm mal meine traurige Geschichte. Vielleicht hat er ja Mitleid. Hey. Du, sieh mich mal an. Ich habe eine Frage. Darf ich hier irgendwo hier bei euch in der Nähe ein Haus bauen? Oder du, könnt ihr mir helfen? Ich wurde von einem Creeper angegriffen. Nein, es war kein Creeper. Oh, okay. Ich wurde von einem Zombie angegriffen. Ich wollte nur die Musik leise machen und dann hat er mich einfach angegriffen. Er hat mich getötet. Ich konnte gerade noch meine Sachen wiederholen. Aber ich habe das Gefühl, die Zombies verfolgen mich jetzt. Darf ich bitte hier bleiben? Darf ich hier irgendwo in der Nähe ein Haus bauen? Bei euch in der Nähe, damit ich nicht ganz so alleine bin. Geht das in Ordnung? Ich nehme dein Schweigen einfach als Ja. Und vielleicht, dass ich jetzt... Okay, es ist Nacht. Okay, ich komme mit. Oh, danke. Dankeschön. Ich bin euch zu großen Dank verpflichtet. Wenn etwas ist... Dann ich beschütze euch vor allem und jenem, was passiert. Okay, ich gehe jetzt erstmal schlafen. Gute Nacht. Okay, es ist morgen. Guten Morgen. Oh ne, ich mache den kurz noch. So, ja, das war jetzt eine kleine Schauspieleinlage. Ich habe das gerade richtig passend und lustig gefunden. Wahrscheinlich kommt es gerade nicht so gut an bei euch, aber vielleicht schon. Vielleicht denkt ihr, boah, der kann voll gut schauspielen. Ich muss da immer ein bisschen aufpassen. Ich steige mich sehr oft zu fest rein und dann kann es sehr gut sein, dass ich mir tatsächlich dann auch eine Träne... Lass mich da raus. Warum ist da keine Musik? So, jetzt haben wir Musik. Oh. Ja, jetzt könnt ihr immer lesen... Was da für ein Musikstück kommt, das ist ganz gut, dann muss ich vielleicht nicht in die Videobeschreibung stellen. Aber so ist gut, so seht ihr immer im Video, was da für Musik ist. Okay, wir bleiben hier. Wir werden für den Anfang, bis wir ein eigenes Haus haben, werden wir da, in dem Haus, das ist ein bisschen größer, einfach mal, Moment, hat das keine Tür? Muss ich mich jetzt reinprügeln? Okay, machen wir so, oh. Falsch. Machen wir das mal. So. Oh, da war ich tatsächlich noch nicht. Ja, ich mache hier wieder zu. Ist okay. Aber mit Holz. So, wunderbar. Dann ich begnüge mich mal mit dieser Seite hier. Damit sie nicht zu stinkig werden. Du kannst sie nachschaffen. Ja, das ist mir eigentlich klar. Okay. Die Werkbank. Machen wir halt eine neue. Habe ich wahrscheinlich irgendwo wieder vergessen. So. Dann stellen wir die mal hier hin. Dann machen wir noch einen Ofen. So. Den stellen wir da hin. Oh! Schaut euch das mal an.
damit hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich gerechnet. Ich kann das da rein tun. Dann gibt es einen Stein. Okay. Das wollen wir jetzt nicht. Voll heißes Thema. Stell aus 8 Bruschenblöcke in einen Ofen her. Ja, okay, das kommt jetzt ein bisschen spät, aber ja. Ich glaube, wir brauchen. Ach so, ich kann ja auch mit Holz. Kann ich denn nicht? Geh mal raus da. Ja. Dafür brauche ich aber auch den Stoff. Ah, okay. Mach ich das so? So. Dann machen wir mal ein bisschen Sachen, ein bisschen Holzkohle daraus, damit wir uns dann auch Kohle machen können. Ja, etwas anderes können wir dann nicht rausnehmen. Okay. Naja, aber immerhin etwas. Den können wir so etwas draus machen. Achso, da wäre eine Tür gewesen, die bringt einem allerdings nicht wirklich viel.